Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ich möchte euch heute mein neues Deck namens Teferis Wille vorstellen. Das ist im Standard spielbar in Erneuerung von Zendikar und wird auch noch in Kaltheim und wahrscheinlich den nächsten weiteren Editionen im Standard spielbar sein. Ist hauptsächlich blau mit ein bisschen weiß drin. Und um diese Strategie von dem Deck mal zu erklären, es geht auf Decktod aus, wie das bei Blau sehr oft der Fall ist. Der ist relativ gut hier für einen Mana und auch als Common kann man erstmal ihn als Hexerei spielen und vier Karten weg. Millen, so heißt ja der Vorgang, um Karten vom Deck auf den Friedhof zu befördern. Und ist danach ein guter Verteidiger. Auch ein guter Verteidiger, aber noch besser für das Deck tot ist die Ruinkrabbe. Denn immer wenn ein Land ins Spiel kommt, muss der Gegner drei Karten weglegen. Option ist keine allzu gute Karte auf den ersten Blick, denn man hat Hellsicht 1 und zieht eine Karte, sprich, hätte man die Karte nicht, hätte man höchstwahrscheinlich die nächste gezogen. Aber dieses ganze Deck ist ziemlich praktisch mit solchen billigen Karten, denn mit, wo ist es? Da. Teferis, zeitlose Einsicht. Legendäre Verzauberung dürfen wir nur einmal draußen haben, was auch klar ist, denn sie ist extrem brutal. Denn falls wir eine Karte ziehen würden, außer durch unseren Standardzug, dann dürfen wir stattdessen zwei Karten ziehen. Und damit wird Option wieder geil, weil man für einen Mana Hellsicht hat und zwei Karten zieht. Der Foyant der Begehrlichkeiten führt dazu, dass wir eine unendliche Handkartenzahl haben, das heißt, wir können ziehen, wie wir lustig sind. Und haben dabei noch die Gelegenheit, den Gegner ein paar Handkarten zu geben. Das heißt, wir können ihn zum Decktod zwingen, indem wir sagen, er muss Karten ziehen. Wenn er es nicht mehr kann, ist es vorbei. Oder aber Variante 2, er hat so viele Handkarten dann auch, dass wir sagen können, okay, stattdessen für 3 Mana legt er so viele Karten von seinem Deck weg, wie er auf der Hand hat. Und das kann schnell 4 werden. Hastige Bestandsaufnahme ist auch geil, selbst ohne unsere Verzauberung, denn hier ziehen wir eine Karte und danach Karten eine Höhe, Anzahl, hastige Bestandsaufnahme. Sprich, wir haben die 4 mal drin, höher geht's auch nicht. Wir ziehen 1, dann 2, dann 3, dann 4, das heißt 10 Karten insgesamt. 10 Karten quasi für 8 Mana, das ist ein guter Schnitt. Die Mitternachtsuhr, auch ganz praktisch, sie bringt uns erstmal Mana. Und wenn sie 12 Stunden Wagen hat, das passiert zu jedem Versorgungssegment, also sowohl von uns als auch vom Gegner, und wir können es auch manuell für 3 Mana noch eine Marke drauflegen, dann mischen wir alles, was wir haben, Hand, Friedhof und so weiter, in unser Deck zurück und die Karte wird aus dem Spiel entfernt, damit kommen wir lang hin. Um den Angriff des Gegners zu überstehen, können wir mit Zerschmetterung des Himmels quasi alle Kreaturen kaputt schmettern und hat ein Spieler ein Kreatur mit Stärke oder 4, dann darf der noch eine Karte ziehen. Wer nicht fehlen darf in Teferis Villa, also der Deck über Teferi ist natürlich Teferi selbst. Da haben wir erstmal den Herrn über die Zeit. Der hat die tolle Fähigkeit, dass der einzige Planeswalker, zumindest bisher, der auch spontan gewirkt werden kann, also er kann nicht spontan gewirkt werden, aber seine Fähigkeit kann spontan gewirkt werden, was dazu führt, dass man dieses quasi sogar zweimal nutzen kann, was ihn sehr, sehr stark macht. Karte ziehen und eine abwerfen ist erstmal nicht so toll, aber mit unserer Verzauberung ziehen wir halt 2 und werfen einen ab, das ist schon wieder geil. Und dann hat er noch Destabilisieren, ist jetzt nicht ganz so toll, führt nur quasi dazu, dass wir uns zur Not mal retten können. Seine Minus 10 Fähigkeit ist die geilste, die kommt aber selten zum Tragen. Wir kriegen 2 zusätzliche Züge und das ist dann meist eigentlich Overkill. Das ist hier das andere, das ist nicht Teferi selbst, aber seine zeitlose Einsicht hatten wir gerade schon. Und der zweite Teferi, den wir haben, der richtige, ist der zeitlosen Reisende. Der kann eine Karte uns ziehen lassen oder ein Kreatur oben auf die Bibliothek ihres Besitzers legen, was quasi fast schon dazu führt, dass er einen Zug aussetzt. Für minus 8 kann er alle Kreaturen destabilisieren lassen. Finde ich nicht ganz so toll, aber kann uns ab und an mal retten. Ansonsten haben wir ein bisschen Mana drin, ein paar Sachen, die uns Lebenspunkte bringen, aber hauptsächlich Hellsicht, damit wir sehen können, dass möglichst bald unsere guten Karten kommen. So, das ist das Deck. Wir versuchen, den Gegner Decktour zu machen und selbst überleben. Schauen wir mal, wie das klappt. So, wie heißt unser erster Gegner? Mal schauen. Und es lädt. Mixman der Zweite. Na gut, schauen wir mal, was er so kann. So, unsere Stadt dann sieht toll aus. Wir haben 3 Mana, das ist super. Können ein bisschen ziehen. Teferis Belehrung habe ich vorhin gar nicht gezeigt. Stimmt, die ist ganz wichtig. Eine der essentiellen Karten. Und zwar, wenn wir eine Karte ziehen, dann muss der Gegner 2 Karten millen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, den haben wir auf der Hand. Also eigentlich alles ziemlich geil. Behalten wir. Sagen brav Hallo. Und schauen als allererstes mal, was die nächste Karte ist. Brauchen wir jetzt nicht so dringend, würde ich sagen.
Liegen wir drunter. Gut, grün-schwarz. Das heißt, er könnte eventuell vom Friedhof, Kreaturen auf seinem Friedhof profitieren. So, clevererweise spielen wir nicht zuerst ein Land, sondern zuerst die Krabbe. Denn wenn wir ein Land spielen, dann muss der Gegner drei Karten müllen. Und jetzt spielen wir das Land, kriegen ein Leben dazu und er müllt drei Karten. Wir haben schon einen kleinen Einblick. Ah, der spielt auf Abenteurergruppe. Und hat deswegen sowas drin, was viele Abenteurer macht. Da spielen momentan sehr viele. Okay. Ja, hier haben wir auch schon wieder, hat er auch schon wieder theoretisch eine volle Gruppe, weil die alle Typen hat. Aber wir haben das auf der Hand und haben deswegen ein bisschen Zeit. Ja, kann eine Kreatur zerstören. Okay. So, und jetzt spielen wir schon unsere beste Karte, Teferis Belehrung. Wenn sie ins Spiel kommt, dann ziehen wir eine Karte und werfen dann eine ab. Wir werfen... werfen ja das Land ab, das ist ein bisschen kritisch, ne? Wir werfen mal Optionen ab, das ist noch nicht so geil. Mit denen wird das dann geil. Das ist sowieso geil. Stimmt. Wir werfen am besten das ab. Ne, hoppla. Das ist besser, wenn es auf dem Friedhof liegt. Beim ersten Mal. So, das heißt, er wird wieder zwei Karten willen. Wir greifen natürlich nicht mit einer Kreatur mit 0 Angriff an. Das ist halt auch ein strategisch cooler Vorteil. Man kann schon so sehen, was der ein bisschen im Deck drin hat. Und damit etwas rechnen, was so auf uns zukommt. So, wir müssen jetzt zwei Karten vorzeigen. Und er darf uns einen abwerfen lassen. Die hier brauchen wir. Ich überlege, ob wir ihn vielleicht... Das können wir nicht ohne spielen. So, wir machen mal Optionen. Achso, wir können es nicht. Okay. Ja, ich überlege, Kumpel. Den werden wir bald brauchen. Gut. Er wird sich natürlich nicht für das Land entscheiden. Aber wir schauen mal, genau. So, wir zeigen ihm natürlich das Land. Was er gesehen hat, legen wir raus. Das war das. Die Hüter und Helden des Spiels kommen jetzt für jede Kreatur ein Abenteurer Leben dazu. Ja, das interessiert uns relativ wenig. Aber wenn ihr schon mal seht, er hat nur noch 36 Karten entdeckt, das heißt, er hat schon eine weggelegt. Gut, er hat jetzt einige draußen, hat schon drei in der Abenteuergruppe, das heißt, nächstes Zug machen wir ihn am besten alles kaputt. Daher können wir jetzt auch einfach blocken, das stört uns nicht, den brauchen wir nicht mehr, nächster Zug ist er eh hin. Und wir schauen mal, was wir ziehen. Nochmal, da brauchen wir nicht, dankeschön. Oh, wir haben eine Karte gezogen und uns weggelegt. So, zieh eine Karte, wirft eine Karte ab. Wir haben eigentlich noch, wir haben zwei Länder auf der Hand, wir warten noch eins auf der Hand, zack. Und jetzt weg mit euch. Problem ist natürlich, der hat noch eine fette Hand, also er kann jetzt wahrscheinlich haufenweise runterziehen. Wir können mit ihnen jetzt gut Karten nachziehen. Jeder Spieler oder der Kreatur. Teferi wird den Angriff von denen höchstwahrscheinlich überleben. Das heißt, wir spielen tatsächlich aus. Er hat ja quasi selbst drei Leben. Ziehen eine Karte, werfen dann einen ab. So, theoretisch müsste ich ihn dann spontan nochmal wirken können. Genau, das machen wir aber erst am Ende seines Zuges. Wir können den noch destabilisieren lassen, aber das kostet uns 3, wenn er Schaden kriegt, macht das nur 2. Das ist natürlich deutlich sinnvoller, dass wir ihn auf die Fresse kriegen lassen, sag ich mal. So. Ja, ja. Uns geht es ja nur darum, dass wir möglichst viel Karten ziehen, um sie weglegen zu lassen. Er hätte jetzt noch was raushauen können, hat er aber nicht. Das lässt sich vermuten, er hat nicht mehr allzu viele Kreaturen auf der Hand.
gucken, was wir haben. Brauchen keine Länder mehr. Ja, natürlich besser gewesen, das zuerst zu spielen, stimmt. So. Machen wir selten nochmal. Ach, wen werfen wir weg? Am besten werfen wir. Okay. Die Frage hat sich erledigt. Er hat sich selbst entschieden, aufzugeben. Okay, das war damit der erste Sieg. Unser zweiter Gegner ist Funky Pants. Und er spielt quasi Teferi. Also quasi Teferi gegen Teferi. Ja, die Hand sieht auch ordentlich aus. Behalten wir. Ernsthaft? Ist das nicht gerade dieselbe Hand, die wir gerade hatten? Ich meine ja doch, oder? Okay. Wir spielen zuerst allerdings diesen und den aus, damit wir die gleich am ersten Zug raus haben können. Stimmt. Ich glaube, den hatten wir gar nicht im ersten Zug, oder? Genau, die haben wir erst gezogen. Okay, die Hand ist ähnlich, aber nicht gleich. Ich glaube, haben wir gar nicht Hallo gesagt. Wollen wir höflich bleiben. Den spielen wir noch nicht, denn der ist mit dem dann besser. Außerdem triggert das dann später. Was spielt er? Blau-Weiß. Oh, scheint als hätte ein ähnliches Deck. Allerdings, ich habe die Mitternachtsohr drin. Das hat fast keiner. Und die wird gibt mir einen riesigen Vorteil, weil sie... Oh, hat sie auch drin. Okay, Funky Pants, hast du mein Deck gespiegelt? Das wird jetzt ein sehr, sehr schwerer Kampf. Weil alles, was ich ins Deck raushaue, kann sich jetzt ja quasi wiederholen. Allerdings können wir trotzdem eine gute Basis aufbauen. Wirf eine Karte ab. Ja, so. Müssen uns nebenbei natürlich nichts vormachen. Ne? Der kann jetzt haufenweise Zeug nachziehen, ohne Sorgen zu haben. Gut, wir spielen die Riesenkappe. Hauen den raus. Er darf schon wieder 6 Karten weglegen. Wahrscheinlich hat er jetzt einen Zerstörer, denn 2 der Karten sind schon sehr unangenehm. Zerstöre alle Nicht-Riesenkreaturen. Ja, zum Beispiel. Aber wie gesagt, das ist kalkuliert. Wir haben die auch drin. Es wird höchstwahrscheinlich ein sehr langer Kampf. Kann aber auch sehr spannend sein. Mal schauen. So, wir brauchen tatsächlich das 5. Mana. Denn wir dürfen ab jetzt immer, wenn wir eine Karte nicht regulär ziehen, mehr ziehen. Und das machen wir dann im nächsten Zug. In seinen Zug dann. Dann darf er nämlich 4 Karten weglegen. Das heißt, er muss langsam Mana in seine Uhr investieren. So, nutzen wir gleich mal. Zack. Ja, okay. Ich habe Mana gezahlt und du hast 4 gezahlt. Soll klar gehen. Achso, er durfte es wieder enttappen. Ja, okay, dann hat er quasi nichts gezahlt. Dann will ich nichts gesagt haben. Das geht auch. Zwar auch okay, aber ist für uns nicht so gut. So. Und es vergeht viel Zeit. So. Es ist sehr ausgewogen aktuell. Ich stehe sogar ein bisschen schlechter da, aber ich weiß ja, dass ich die im Deck habe. Die Frage ist, wie oft er die im Deck hat. Ob so ein Einmalretter ist, sage ich mal. Problem ist dieses, obwohl das kann auch gut sein, dass die auf dem Deck ist. So, er macht nichts. Dann schauen wir mal, ob er uns das machen lässt.
Ne? Oh, musst du alles lesen? Neutralisiere den Zauberspruch deiner Wahl. Bring bleibt eine Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die andere sitzt. Zurück als Spieler deiner Wahl, zieht eine Karte. Gut. Aber wir machen die richtige Reihenfolge. Das heißt, ich darf vorher noch was machen. Jeder von uns zieht eine Karte. Das heißt, ich zwei, er eine und vier Karten weg. So, spielen wir wieder die. Den sollen wir auch ausspielen, er weiß ja, dass wir auf der Hand haben. Mit können wir ihn nicht überraschen. So, wir müssen eine wegwerfen. Ich bin immer noch der Meinung, die ist am besten zum Wegwerfen. So, jetzt wird er seinen Mana dafür aufbrauchen. Wenn er clever ist. Aber immerhin. Das tut jetzt wirklich schon weh. Also ganz durchsichtig finde ich das Deck jetzt nicht. Also es hat eine gewisse Grundstrategie, aber es ist ganz schön gemischt. Ist ja so ein Around-Deck. Ja, ich möchte meinen, dass du das machen musst. So, zu Beginn seines Versorgsegments. Das heißt, wenn ich ihn jetzt schaffe, 9 Karten wegzumachen, um die anderen zu zwingen, noch einen zu ziehen, wir bleiben gerade nicht lang. Okay. Ja, das geht nicht in Ordnung, Kumpel. Die brauche ich. So, darf er sein ganzes Zeug wieder reinmischen. Außer die Karte, die wird entfernt. Und er zieht 7 Karten. Aber wäre nicht wir, wenn wir nicht damit gerechnet hätten. So, erstmal die Ohr raus, dann machen wir nämlich dasselbe gleich. Das wird er wahrscheinlich gleich schön sagen, wenn er gerne redet. Und wir haben genug Mana, noch einen dritten Teferi-Belehrung rauszuholen. Den werfen wir ab. Den, wir werden nicht so viele Länder jetzt raushauen, denke ich. Wo ich den eigentlich viel geiler finde als den hier. Ne, kommt, den werfen wir weg. Die wir trotz auf der Hand haben, der hat auch ein paar Kreaturen abgesehen. So, wenn wir das richtige sehen haben, hat der höchstwahrscheinlich nur eine Mitternachtsuhr drin. Das heißt, es wird ewig nicht ewig weitergehen, ja. Klar, dass du die rausspielst, Kumpel. Die sollte aber auch klar sein, dass ihr das nicht wirklich was nützt. Ich frage es, ob wir jetzt noch abwarten, ob noch was dazu kommt. Aber dann würde ich das mit dem hier nicht so gut kombinieren können. Ach, wisst ihr was, kommt. Lass mich eine Karte ziehen. So. Dann unsere Kreppi-Line. Noch ein Land, dann können wir das weglegen. Ja, geil, die vierte. Lass mal oben, ne? Bei uns ist noch eine Weile hin, ehe wir das brauchen. Dann doch noch einen Zug warten sollen. Aber egal, wir haben das Ding ja so oft. Werden wir sogar irgendwann mal nachziehen. Außerdem haben wir jetzt ganz viel, um ihn sein Deck zu schrotten. Ich überlege, ob wir das spielen und abwerfen lassen oder das und dann damit eine Karte ziehen. Ach, wir haben doch 7 Mana. 4, 5, 6, 7. Ja, das reicht für beides. Cool. So, da hauen wir den wieder raus. Ich sage jetzt mal, gutes Spiel. Es müsste eigentlich reichen.
Weil jetzt triggert das ja 8-mal, wenn ich mich ganz täusche. 8x2 sind 16, das heißt Deck tot. Ah ne, es selbst triggert nicht mit, ne? Stimmt. Ah doch, hat gereicht. Gut. Ja, das war dann unser zweiter Sieg. So, mal sehen, wer unser dritter Gegner ist. Er heißt Reddy. Ah, nein, natürlich nicht. Es ist Fragile oder Fragil, wie auch immer man das gerne möchte. Lustig, ich spiele quasi gegen Teferi mit dem Teferi-Deck. Er hat Lurus aus der Traumhöhe, das heißt, er darf kleine Viecher rausholen. Relativ effiziente Taktik gegen mein Deck. Denn die Dinger, die wir weglegen, holt er sich quasi damit sofort wieder. So, den brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht am Anfang. Runter. Da ist mir dann doch ein Mana noch lieber, mit dem ich ihn dann theoretisch überhaupt spielen könnte. Außerdem brauche ich für den auch was zum Wegschmeißen. So, fangen wir gleich mal an. Müllen ihm ein paar Karten vom Deck. Komplett weißes Lorus-Deck, okay. Wenn der Kolossalflug angreift, ist das bei Mann 6. Bis zum Ende des Zugs verlierst du dieses Mana nicht, okay. So, die Insel. Wir brauchen allerdings 6 Mana. Das heißt, ich werde den jetzt spielen, aber ich werde das hier abwerfen. Zack. So, da fangen wir jetzt an, sein Deck ein bisschen runter zu müllen. Wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, hat er einen Ochsen drin, der den Flug auch bemannen kann, weil das ist einfach die massive Kombination, die beiden. Trampelt ihr? Nee. Gut, das heißt, wir können unseren einen hier gleich als Blocker rausschmeißen. So, machen wir ein bisschen mehr Druck hier. So können wir den Flug zumindest einmal wegblocken. Ist natürlich für ihn auch geil. Ach, perfekt. Für ihn auch geil, dass er diese geile Kombination gleich draußen hat. Weil, das ist halt krass. Für 2 Mana aus dem Bemann kriegst 3 Mana, 3 Lebenspunkte. Also, Wahnsinn. So, jetzt kann er Lurus rausholen und den nächsten Flug, das heißt, wir brauchen zwingend unsere Flächenzerstörung. Sonst ist es vorbei. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wie gesagt, wir brauchen jetzt unsere Flächenzerstörung. Einzige Chance, wir ziehen sie jetzt. Vielleicht können wir ihn sogar noch was wegblocken mit dem einen, aber... So, jetzt lass mich überlegen. 1, 2, 3 Mana. Mit 4 Mana können wir zumindest den Teferi spielen. Und den destabilisieren. Und ihn vielleicht ein bisschen anlocken, dass er auf den geht. Zuerst machen wir. So, den können wir noch eine Karte ziehen, weil den können wir auch spontan immer wieder wirken, unseren Teferi. Sollte somit nicht das Problem sein. Hast du Hellsicht? Nee, gut. Krass natürlich, da kann sich jetzt quasi alles aus dem Deck holen, was er Bock hat. Deswegen habe ich mir auch gedacht, vielleicht nicht ganz so gut den zu spielen, weil sonst holt er sich einfach einen Festungszauber und ist vorbei. Natürlich wird er sich den Flug rausholen, den anderen, und dann ist es auch vorbei. Schade, dass wir nichts gezogen haben. Weil, wenn der quasi kaputt ist, ist das ganze Deck dann meistens nutzlos. Okay, da hat er seine Chance vertan. Jetzt hätte er mich haben können. War einfach nochmal Flug rausgeholt oder hat er auch Einsatzverzögerung? Ich glaube ja eigentlich nicht. Nur Kreaturen.
beide bemannen den. Und dann wären wir damit dem Thema durch. So, immer wenn der Kolossalflug angreift, das heißt, es ist für mich günstiger, den zu destabilisieren. Wie gesagt, wir verlieren jetzt Teferi, aber das ist ein kalkuliertes Risiko gewesen. Wir müssen halt Zeit gewinnen, dass wir dann doch noch vielleicht unsere Karte mal ziehen dürfen. So, jetzt haben wir natürlich das fette Problem. Kriegen ihn nicht. Kann ich mit dir was machen? Lege eine Kreatur deiner Wahl oben auf die Bibliothek des Besitzers. Naja, in dem Moment, wo das Ding zum Flug wird, könnte das gehen. Achso, hehe. Warum ist der jetzt eigentlich permanent? Da es nicht spontan geht, kann ich es auch nicht so wirken. Egal. Wir können aber zumindest mal sehen, wie er es macht. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir Luchus hochlegen. Weil, dann muss er den erstmal ziehen, ausspielen und dann kann er erst den Flug wirken, den zweiten. Doch nur, wenn er clever ist. Ja gut. Wie gesagt, wir müssen versuchen, an unsere Karten zu kommen. An unsere Flächenzerstörung. Ja, das hätte ich an seiner Stelle auch so gemacht. Allerdings hätte ich vorher angegriffen, weil er hat Wachsamkeit. Ja, jetzt hat er den Flug direkt gespielt. Jetzt hat er gecheckt, was er machen muss. Und er ist vorbei. Sei denn... Oh, das Ding hat Einsatzverzögerung. Echt? Eine kleine Chance haben wir noch. Wir müssen es jetzt ziehen. Dann klappt es. Ist auch gemein, dass wir schon so viele Karten gezogen haben. Leider nicht einen unserer Zerstörer dabei. So, kommt schon. Gnade mit mir. Ja! Yeah. Wurde ja auch Zeit. Weg. Kommt. Haut ab, alle. Ja, du darfst noch eine Karte ziehen, ist okay, aber danach bitte weg. Erstmal erleichtert. So, ziehe eine Karte und dann werf eine Karte ab. Was werfen wir ab? Ich glaube, das Problem, dass wir zu viele Landkarten haben, da kommen wir jetzt nicht so schnell hin. Hä? Oh nee, das ohne werfen. Na gut. Okay. Ich hätte ihn lieber gespielt. Ah, jetzt geht er quasi in die Gegenoffensive und sagt, oh, okay, jetzt muss ich was dagegen tun, dass der Typ da auch in Karten zieht. Hat er ja recht. Das ist für ihn ein echtes Problem. Problem ist, er muss nur einen der Ochsen raushauen. Obwohl, nee, doch, oder? Kann der dann auch schon bemannen oder ist auch eins der Verzögerung? Bin ich mir gerade echt unsicher. So. Erstmal spielen wir das, dann können wir nämlich eine Karte mehr ziehen. Jetzt, wenn wir das hier gleich verwenden. Ein Land behalte ich immer gerne auf der Hand, falls das kommt zum Abwerfen. Ah, jetzt haut er mir alles kaputt. Ach, es geht noch Verzauberung, deswegen macht er mir das Ding nicht kaputt. Okay. Gut. Jetzt haben wir noch zwei Mana. Ich würde sagen, die halten wir. Es sei denn. Nee, komm, das Mana halten wir nicht zurück. Spielen den jetzt aus, falls er doch noch was raushaut.
Und dann können wir den noch spontan spielen und ein paar Karten ziehen. Mit dem haben wir es auch gleich gepackt. Aber wie ich sagte, wenn Logos weg ist, passiert da nichts mehr. Die einzigen zwei echten Kombis, die ich hier gesehen habe, ist der Ochse mit dem Flug, was ein geiler Kombi ist, und Logos, was neben dem Geist, dass ich alles wiederholen kann, aber hat man das erstmal weg, boah. Also das Deck ist extrem anfällig für alle möglichen Zerstörungen. So, jetzt haben wir auch wieder ein Land, was wir abwerfen können, wenn wir dann Bock haben. So. 3, 4, 5. In sein Segment kriegt er dann eins dazu. Das heißt, ich würde das Geld, das Mana gern verwenden. So, wir haben noch. Wie viel Mana? 6? Wir können sogar 2 machen, theoretisch hier verprassen. So. Oh ja, das lassen wir definitivst oben. Wenn wir das gleich raushauen hier, ist es vorbei. Ja, ich helfe das ab, brauche ich nicht zweimal. So. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt vorbei ist gleich für ihn, weil wenn unsere Versorgung sind, dann ziehen wir dann die 7 Karten. Das heißt, er legt 14 weg. Und hiermit kann ich ihn ja noch instant killen. Ah, er gibt schon auf. Okay. Wow, das war der hart erkämpfte dritte Sieg. Ja, das sind die 3 Siege, die wir so immer machen wollen. Ich hoffe, es war für euch interessant, war spannend. Die letzte Partie zu allem war ja echt haarsträubend. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen netten Kommentar da lasst, Daumen hoch gebt und mich allgemein supportet. Dann kann ich euch nämlich noch mehr solche Decks vorstellen. Bis dahin sage ich, habt Spaß, bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!